Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, die Folge 273. Die ist im Zeichen des Spätaugusts, Anfang Septembers. Wir haben jetzt nämlich genau den Wechsel und wir wissen alle, was denn Ende August, Anfang September los ist. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann folgt uns natürlich gerne auf Instagram und Facebook, folgt uns über den Spotify Alarm und auf YouTube, dann kriegt alles immer mit. Mit uns meine ich heute den lieben Jordi. Servus. Howdy, Herre. Und im Geiste ist auch der liebe Flo dabei, den die Öffis ausbremst haben, weswegen er irgendwo gestrandet ist. Wir wissen es nicht genau. Macht aber nichts. Er denkt ganz fest an uns und freut sich seines Lebens. Er ist allerdings nicht in Frankreich, weil der Elephant in the Room ist natürlich das UTMB-Wochenende. Zu dem kommen wir später. Außerdem haben wir eine Latte. Und auch viele News der Vergangenheit und der kommenden Wochen. Plus zwei ganz, ganz neue Tests und einen Weltrekordversuch. Also jetzt könnt ihr euch festhalten, das wird richtig, richtig rappelvoll. Und ich würde sagen, starten wir eine mit Was war? Ja, was war? Vergangenes Wochenende war unser allseits geschätzter Kut 80, oder? Das karnische Ungetüm wurde zum zweiten Mal erweckt in den karnischen Alpen. Mhm. Es sind wieder fantastische Leistungen erzielt worden. Welche denn? Naja. Also, da geht noch was. Wir haben die Sub-11 nicht geschafft. 11 Minuten, ja, aber elf Stunden, eine Minute. Ganz knapp hat der Luca Clara vom Martini Speed Team aus Italien das Ganze gewonnen. Gar nicht so weit vor einem Flachland-Österreicher, also einem Deutschen, dem Benedikt Ritter vom superschnellen Team Schammel, dessen Teamkollegin, die Beliana Hilbert, Top 5 gefinisht ist und genau, die Frauenwertung in einer brutalen Zeit gewonnen hat, nämlich Sub 13 in 12:48. Also da muss ich sagen, die zwei haben es richtig krachen lassen und Hut ab an dieser Stelle. Danke, der Jordi hat das jetzt dafür stellvertretend für uns gemacht. Bei den Damen Zweite geworden ist die Chrissy Steurer, again, so wie letztes Jahr. Dieses Jahr ein deutsches Feuer, letztes Jahr war die Heidi Annemarie Schwarzfeuer. Also irgendwie nächstes Jahr, nächstes Jahr gibt es die dritte Auflage, sie ist schon angekündigt und haltet euch fest, ihr könnt euch ab jetzt schon anmelden. Geht's auf die Kut80-Seite, Anmeldung ist offen. Es war jetzt zweimal ausverkauft, beim zweiten Mal haben sie sogar schon aufstocken müssen, die Startplätze, und haben es auch gemacht. Also Obacht, Obacht. Also es ist beliebt zum Anmelden und allzu lang sollte man wahrscheinlich nicht warten. Wenn man mal das karnische Ungetüm bezwingen möchte oder mit ihm kuscheln will, dann sollte man das bald buchen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob es einen Kuschelaufschlag gibt, dass wenn man, weiß ich nicht, irgendwie das Doppelte einzahlt, dann sich am Hartweg reiben darf im Ziel, aber wenn ihr uns genug auf Patreon und Steady zuschmeißt, wir arrangieren's. Ja, sicher. Alles für euch. Aber hier, die weibliche Siegerin, wahnsinnig gut unterwegs, Top 5 gesamt. Beim Race Around Austria schaut die Sache ganz anders aus. Ja, da war die weibliche Gesamtsiegerin nämlich die Overall-Gesamtsiegerin. Und die Gesamtzweite bei den Damen, die Overall-Zweite. So schaut's aus. Da haben sie die Burschen mal hinten anstellen können, ja, weil die zwei Frauen haben da wirklich was abgerissen. Ganz vorne die Elena Roch aus Hollerbrunn. Da sagt noch einer, aus Hollerbrunn kommt nichts Gescheites. Also Radfahrerinnen kommen aus Hollerbrunn.
Und die haben die 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter halt wirklich gerockt, muss ich sagen. Also ja, Hut ab. Das freue ich im Jahr nicht. Die Roch und die Tina Büttner. So, was haben wir sonst noch? Wir haben Zalbach Trail und Sky Race Cup zum Beispiel. Ja, okay. Machen wir das zuerst, ja. Ja. Schönes Rennen, war ich schon. Cool, wenn man da um dieses Saalbach-Hinterklemmtal rundherum jörteln darf. Also überhaupt eine schöne Gegend dort. Genau, super schöne Gegend. Und wenn irgendwer sagt, na, diese 6 oder 13 Summits und so weiter sind wir zu viel. Weil dort hat ja da zum Beispiel der Raphael Mix gewonnen. Auf der Damenseite hat bei den 6 Summits die Hanna Gala gewonnen, beziehungsweise ja, es gibt da verschiedenste Challenges und Soul und Sky Marathon und so weiter. Es gibt aber auch, das ist für die Leute, die einfach es schnell und hart mögen, den Vertical und den Vertical Extreme. Das ist wirklich nur den, ich glaube, das Ding heißt Schwarzkugellift-Dings, eine Skipiste rauf einfach. Also wunderschön. Eine ganz, ganz steile Leiten auf, wo nicht jeder sagen wird, dass es laufbar ist. Aber schaut sich das an. Cooles Rennen und coole Gegend. Ja. And then, there was the Tatra Sky Marathon. Oder hätte es sein sollen? Oder was auch nicht. Jo, der ist deswegen spannend. Der Tatra Sky Marathon ist die Station gewesen der Golden Trail World Series. Also das ja, die ist innerhalb dieses Races hat sie stattgefunden oder hätte stattfinden sollen, weil sie hat nicht stattgefunden. Endlich war es in Polen. Endlich war es beim Bart zu Hause und die Männer sind gar nicht gestartet, die Frauen sind gestartet und wurden aber nach, ich glaube, 11 Kilometer war es, abgewunken, weil einfach genau an dem einen Wochenende dort Gewitter reingezogen ist und auch da geblieben ist. Da hat es dann viel Diskussionen gegeben, können wir es am Nachmittag verschieben, können wir es am nächsten Tag machen, pipeli papeli bub. Im Endeffekt haben die gesagt, hey, das zirkt leider so oben herum, wenn die dann bei dem Sky Marathon am Grat sind, die kriegen wir einfach nicht sicher runter und sie haben es gecancelt. Ja, vernünftig. Bitte, aber vernünftig. Niemand will Schwerverletzte oder noch schlimmer bei seinen Rennen haben und haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, die Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Ja. Und naja, also das hat jetzt aber Auswirkungen, oder? Genau, das hat eine Konsequenz gegeben. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, einerseits finde ich die Konsequenz okay, andererseits denke ich mir so, what? Nämlich, es ist ja so, dass die besten 4 Rennen für die Golden Trail World Series zählen. Ja. Also war der Plan. Und nachdem sie jetzt das Rennen aber abgesagt haben, haben sie kurz drauf gesagt, jo, wir müssen die Regeln ändern. Die besten 3 Rennen zählen dann als Quali für das Final. Und das ist halt, oder mit dem Final dann zusammen. Und das ist halt ein bisschen weird, weil wenn man denkt so, okay, ihr habt euch vorher nicht, es ist okay für die Leute, die vorher schon gelaufen sind, und es ist okay, die nachher bei Sierra erst eingestiegen sind. Alles wunderbar. Aber es ist halt ein bisschen weird, dass man sagt so, okay, ihr habt eine internationale Rennserie gegründet und ihr habt euch nie überlegt, dass es passieren kann, dass ein Rennen ausfällt. Das ist schon irgendwie, Ja, oft kommen solche Sachen überraschend. Ja, schon, aber eigentlich nein. Also, ja, das kannst du jetzt nicht sagen, dass es halt regulär vorkommt, dass einfach Rennen in den Bergen abgesagt werden wegen irgendwas. Wetter zum Beispiel. Das ist schon überraschend, kann man schon sagen.
Ich meine, sie haben gesagt, das war das erste Mal seit 2018, seitdem es die Serie gibt, dass sie was absagen haben müssen, was okay ist, aber das ist was, was man eigentlich denkt, so, okay, das müsste sich eigentlich bei der ersten Auflage schon überlegt haben, dass es eine gute Idee wäre, wenn man einen Alternativplan hat. Da hat es dann auch noch in einer Pressekonferenz gegeben, wo nachgefragt worden ist, was ist jetzt da, wenn jemand mehr Rennen hat, ist es nicht, bevorzugt es nicht den einen oder den anderen, oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass irgendwie ein Skyrace, also ein technisch anspruchsvolleres, eher abgesagt wird, wie irgendein schnelles Rennen, das halt ein bisschen weiter unten ist, kann man doch nicht sagen, okay, man nimmt noch ein Rennen mehr oder weniger. Ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt aber einfach nur persönliche Meinung und Vermutung, dass sie nächstes Jahr schauen, dass sie vielleicht ein bisschen techniklastiger sind, dass falls ans Ausfällt, da was ist, oder dass sie die Regeln für die nächste Saison nur mal ein bisschen anpassen, dass sie da eine gewisse Flexibilität drinnen haben, weil es halt echt schade ist. Außerdem glaube ich, dass sie das Sky Marathon nächstes Jahr wieder in den Kalender mit aufnehmen, weil die Veranstalter haben es echt nicht leicht gemacht und die haben halt echt ein Pech. Ja. Ja, so. Also keine Ergebnisse vom Tatra Sky Marathon. Keine Ergebnisse, ja. Ja, schon naja, Ergebnisse. Doch. ÖLV. Regeländerung. Regeländerung war das Ergebnis, ja. Das Ergebnis war Regeländerung. Komisch. Komisch. Ja, eine ganz andere Geschichte hat sich in Arndorf, ich habe nicht einmal gewusst, dass es Arndorf gibt, abgespielt. Da waren ganz viele Sachen. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass die Susi Gogelwalli schnell laufen kann. Das wusste ich vorher schon. Ja. Dass es Arndorf gibt, habe ich nicht gewusst. Und dass es einen österreichischen Rekord über 300 Meter gibt, habe ich auch nicht gewusst. Das ist eine eher ungewöhnliche Distanz. Ja, das ist so eine Dreiviertelrunde am Track. Und ich weiß es nicht, weil noch 300 Meter dann der Ausgang ist oder die Umkleide, ich weiß nicht, warum man 300 Meter läuft, aber keine Ahnung, vielleicht den österreichischen Rekord verbessert. Okay. Es wird wahrscheinlich nicht so viele Rennen über 300 Meter geben, oder? Ich glaube, sie haben das Rennen wirklich dafür aufgesetzt und sie ist ja extra dort gekommen, um das zu laufen, um den Rekord zu verbessern, was sie dann auch gemacht haben. Aber mir würde wirklich, wenn da jemand mehr Insights hat, interessieren. Gibt's ja wie es gibt es eine große Szene an 300 Meter Läufern, Läuferinnen. Ja, und was die Genese von den 300 Metern ist, das würde mich interessieren. Ja, genau. Das ist interessant. Genau. Also es gab jedenfalls einen neuen ÖLV-Rekord im 300 Meter Lauf. Ja. Wenn wir bei den Dreier sind, eins noch ganz frisch, es gibt jetzt auch einen 3000 Meter Weltrekord. Ingebrigtsen hat zugeschlagen. Ah ja, stimmt, genau. Der hat jetzt neulich den 3000 Meter Weltrekord sich geschnappt und hat jetzt da eine Liste. Er hat jetzt geschrieben, glaube ich, 3 done, 7 to go. Okay. Von ganz kurz auf ganz lang, dass er alle Weltrekorde hat. Wird eine harte Geschichte für ihn. Ja. Schon. Man wird ja auch nicht jünger. Richtig. Und es wird jetzt auch noch bald mal ein Match geben zwischen dem Herrn Warhol und dem Herrn Duplatis auf die 100 Meter. Der eine ist ein 400 Meter Hürdenläufer und der andere ist ein Stabhochspringer. Die haben aber beide eine brutal gute 100 Meter Zeit stehen. Irgendwie 10xx und sind nur, glaube ich, am 500stel ist einer Bestzeit auseinander. Und da wird es Heads-up geben. Ich bin schon sehr gespannt. Vor allem hat der Arne jetzt da diese Woche den Weltrekord schon wieder verbessert. 6,26 Meter. Ja. Der Typ ist echt. Er kann wahrscheinlich viel, viel, viel höher springen. Und kriegt aber für jedes Mal Weltrekord eine Prämie. Das heißt, er springt immer nur einen Zentimeter höher. So kann man halt sein Auskommen auch haben, wenn man gut ist im Stabhochsprung. Wobei, ich glaube, der hat schon ausgesagt, der ist gut gebucht als Model und ich glaube, der kriegt gute Antrittsgelder mittlerweile. Ja. Trotzdem, wo steht der Weltrekord im Weltrekord verbessern? Vielleicht ist er ja auch da hinterher.
Meiste Weltrekorde kann sein. Im Leben. Ja, das ist so. Da muss er sich gegen die Schwimmer aber ganz schön bemühen. Weil die haben einfach so viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ja. Vielleicht eine neue Disziplin einführen, was eine Trail-Stabhochsprung oder irgendwie sowas. Mit Stecken. Das wäre schön, ja. Ja. Hier haben Sie es zuerst gehört. Ja. ja, und dann gibt es jetzt diese Woche, obwohl wir nachher noch hören werdet, All Eyes on UTMB haben, gibt's was anderes noch, nämlich einen Weltrekordversuch am Uetliberg, den man natürlich kennen muss. Ist der kleine über Arnberg, Arndorf. Dort passiert jetzt ein Weltrekord im Everesting vom Nima. Ja, absolut verrückt, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er bereits auf seinem 101. Loop auf dem Uetliberg. Es sind 4,5 Kilometer immer mit 370 Höhenmetern. Das heißt, Everesting ist 24 Mal, glaube ich. Rauf, kann das sein? Ja. Es sind 108 Kilometer mit 8800 Höhenmeter. Und das Ganze geht halt wirklich lang, lang, lang. Sage ich nur. Wer vorbeischauen will, es ist, wenn ihr das Ganze hört, falls ihr das beim Rauskommen hört, noch im Gange. Das heißt, ihr könnt vorbeischauen, ihr könnt ihn auch begleiten auf 1, 2, 5 Runden. Der Carsten Drilling macht das zum Beispiel. Grüße an dieser Stelle. Der Tom Holzweg hat das gemacht, der uns auch auf das Ganze gebracht hat. Danke fürs Draufbringen und der ist auch schon mitgelaufen, also gebt euch das. Das war und ist. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die werden. Die werden. Ja. Was wird denn? Ja. Bei einem bin ich sogar dabei. Okay. Bei einem Preview. Bin du ja für ein Anhänger. Du bist wahrscheinlich für nicht Anhänger. Dabei beim Kitzbüheler Hornlauf, oder? Ich bin nicht dabei beim Kitzbüheler Hornlauf, nein. Schade. Das findet nämlich dieses Wochenende statt. Also wenn es jetzt, wenn es Freitag ist und ihr hört das, ihr könnt euch heute noch anmelden für den Kitzbüheler Hornlauf. Das ist ein Lauf, den es schon sehr, sehr lang gibt. Und der auch sehr zu empfehlen ist. Wir haben 12,9 Kilometer, 1234 Höhenmeter, bis zu 25% Steigung. Und er ist, glaube ich, jetzt in der 46. Auflage. Ihr könnt euch jetzt noch anmelden und mitlaufen. Der Lauf hat es verdient. Also ein traditioneller Berglauf, würde man sagen, gell? Genau. Das ist also, Lungen aufgepumpt und all out. Ja, genau. Ja. Genauso wie beim Nordkette Vertical am 16.09. Auch da. Vertical heißt, startet die Motoren, gewonnen hat, wer am wenigsten eingeht. Genau. Es geht bergauf. Ja, beides eher im Westen angesiedelt. Auch im Osten tut sich was. Tell me. Genau. Und da ist dann, da bin ich dann am Start beim Anhänger. Trail, also gibt es den Anhänger Berglauf und den Anhänger Trail und beim Trail über 16 Kilometer und so 900 Höhenmeter bin ich zusammen mit meiner Frau am Start und wir haben letztes Wochenende mal die Umgebung etwas begangen im Wandermodus und ja, es sind knackige Cut-offs, also der Cut-off ist im Ziel bei 3 Stunden. Also rumdrödeln dürfen wir da nicht, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich in der Zielzeit ins Ziel kommen werde, zu zweit. Ja, wir erwarten uns Bild- und Tonmaterial von vor Ort. Selbstverständlich. Wer es nicht so lang haben will, es gibt auch den Berglauf, 6,1 Kilometer, 380 Höhenmeter. Ja. Das ist wieder die Sprintdistanz sozusagen. Das ist die, genau. Am schönen Anhänger in Rödlinger Hausberg. Ja. Und dann gibt es noch weiterhin im Osten den Höhenstraßenlauf. Auch ein traditionelles Ding. Ja, genau.
direkt in Wien leicht zu erreichen. Richtig. Höhenstraßenlauf auch direkt anzumelden. Tut das, weil auch diese traditionellen Bergläufe haben schon etwas für sich. Man kann ohne viel, wie soll man sagen, ohne viel Equipment und Zeug und Vorplanung einfach einmal richtig geiles Rennen aufreißen. Genau. Und uns schöner ist irgendwie am Ring entlang oder so. Ja, und steiler. ein bisschen steiler auch, ja. Unterschätzt ihn nicht. Ich fahre jetzt da sehr oft mit dem Radl entlang. Eben drum. Und dann haben wir noch den Vienna Trail Run. Ich meine, Pflichttermin in Wien, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch da, anmelden. Wir haben mehrere Distanzen, also da ist wirklich für jeden was dabei. Es ist, soweit ich weiß, immer noch der einzig richtig nachhaltige Lauf in Wien und Umgebung. Also auch certified, nachhaltig und mit Öffi-Anreise ziemlich einfach zu machen. Tut das, das ist eine gute Sache. Ja, und eine sehr gute Veranstaltung. Also, yes. Wer schon mal dabei war, kommt gerne wieder. Wer noch nicht dabei war, sollte unbedingt einmal dorthin gehen und dort laufen. Genau. Jo. Und dann ein bisschen weiter weg. Eher schwierig mit der nachhaltigen Anreise. Ja, sind Golden Trail, World Series, die nächsten zwei Stops, Headlands und Mammoth, die kommen jetzt in Bälde. Aber ja. Da bleiben wir bei euch dran. Das ist was fürs nächste Mal. Genau. Gut. Dann. Ja. Elephant in the Room. Kommen wir nicht mehr drum rum, oder? Ja, müssen wir nicht mehr drum rum. Müssen wir fast. Weil wir sind am mittendrin. Also, wenn Sie das anhören, ist schon. Da sind einige schon fertig, einige sind noch mittendrin und einige sind noch nervös vor ihrem Start. Ja, wie du so schön sagst, ein paar sind schon oder noch unterwegs oder schon fertig und andere starten erst oder sind mit dem Rennen schon durch, weil wir sind jetzt genau mittendrin mit Freitag. Gestartet ist das ganze UTMB-Spektakel wie üblich am Montag mit dem PTL. Das ist das lange Teil, wo es eher im Abenteurer-Modus abgeht und weniger im Super-Race-Modi. Und da ist aus österreichischer Sicht ja ein tolles Team unterwegs. Absolut. Als schon im Ziel. Und zwar, der Long Tom Wagner und der Ultraflo Grasl, weil die haben ein total gutes Rennen am Start und sind die ganze Woche schon auf Platz 2 unterwegs. Ja. Wir reden hier von, 305 Kilometer oder so, gell? Ja, so 300 und irgendwas Kilometer mit 30.000 Höhenmeter, so in die Richtung. Ja, genau. Und wenn es Eindrücke sehen wird, schaut es beim Flo Grasl auf der Instagram-Seite. Der hat da auch sehr schöne Eindrücke von unterwegs gemacht, weil der hat ja ein bisschen Zeit auf der Strecke, dass er Instagram macht. Ja, hoffentlich hat er genug Akkus dabei. Tja, und dann haben wir den TDS. Das ist das zweite Rennen, das immer relativ früh startet. Ja. Und das ist ein Biest. Das hat jetzt da die Esther Fellhofer zum dritten Mal abgeworfen, in Adrian Niski auch abgeworfen. Ja. Es ist immer fest in Franzosenhand. Und das ist so, viele sagen, das ist so technisch das schwierigste Rennen der Rennen exklusive für den PTL. Das heißt, es ist in der Länge zwischen CCC und UTMB, ist aber technischer. Und die Zielzeiten sind relativ lang im Vergleich. Also wer wirklich sagt, er ist CCC, UTMB von der technischen Seite zu einfach, meldet sich zum TDS an. Der ist offensichtlich nicht leicht. Ja, also man sieht es auch schon zum,
zum Zeitpunkt der Aufnahme sind von 1800 Startern schon über 700 raus. Ja. Solche DNF-Quoten, die deuten schon darauf hin, dass das ja. Da nicht einfach so auf der Forststraße dahin geht. Ja. Jo, und dann, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist dann auch schon durch der ETC. Die kurze Distanz, da hat überraschend im Homeland of Trailing Frankreich der Lukas Erle gewonnen. Das ist zwar nur 15 verrückt. Kilometer mit 1200 Höhenmeter, aber der hat sie da alle verblasen. Also richtig, richtig brutal. Also wow. Jo, und dann haben wir jetzt da zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon den OCC durch. Und wir haben für den OCC Stimmen für euch eingefangen, nämlich vor dem Start, für nach der Ausstrahlung. Das eine ist die Judith Wieder, die das erste Mal diese Distanz macht, also diese Länge macht, sich total freut, weil es halt quasi in ihrem Homeland ist, vor allem der Start. Und da hören wir mal rein, was sie denn zum OCC so sagt. Hey, lieben Laufend Entdecken Leser und Hörerinnen. Hey, ich bin jetzt seit genau einem Tag in Chamonix. Ich bin Judith Wieder und ich laufe morgen den OCC das erste Mal. Es wird meine längste Distanz, meine längste Strecke sein und ich bin extrem gespannt, wie das laufen wird. Ich freue mich, aber bin auch etwas angespannt, wie ich mit den Bedingungen zurechtkomme. Und ja, ich bin froh, wenn es bald losgeht. OCC ist für mich ein spezielles Rennen, weil es in der Schweiz startet und dann in Frankreich ins Ziel geht. Mehr als die Hälfte der Strecke führt durch die schöne schweizerische Landschaft. Und ja, da ist es wirklich cool, auch die Freunde, mein Bruder oder meine Familie, meine Eltern, meine Kinder am Streckenrand zu haben. Ich freue mich, wenn ich morgen Nachmittag mit einem Lachen ins Ziel kommen kann, gesund bin und ich freue mich, wenn ich morgen Nachmittag gesund ins Ziel laufen kann mit einem Smile und sagen kann, ich habe alles versucht, ich habe alles gemacht und ich kann stolz darauf sein, was ich umgesetzt habe und wie ich diese Herausforderungen angenommen habe. Ich bin gespannt, was es platzmäßig, wie ich mich fühlen werde über diese Distanz, aber ich glaube, genau dieses Gefühl von Zufriedenheit für das gekämpft zu haben, wofür ich trainiert habe, das ist eigentlich mein Ziel. Die Stimmung hier in Chamonix ist sehr intens, würde ich sagen. Es läuft sich überall, es hat überall viele Menschen. Es ist schön, auch mal in der Wohnung zu sein, wo es einfach ruhig ist und die Bergsicht auf die Gletscherzunge so richtig natürlich und schön ist und ruhig. Das gibt mir viel Ruhe jetzt heute durch den Tag. Es werden aber auch noch einige Sachen anstehen, wie Autogrammstunden, Athletes Presentation und so weiter. Also da wird es mir nicht langweilig, bis heute Abend das Bett ruft. Und dann haben wir noch den HP Innerhofer, der uns auch ein bisschen erzählt, wie er das Ganze angehen will und wie das so für ihn ist. Servus. Danke, mir geht's gut. Das Training ist halbwegs gut verlaufen. Ich habe jetzt nicht jetzt Training 100% durchziehen können, aber die meisten Trainingseinheiten sind schon gut verlaufen. Und ja, ich freue mich schon voll aufs Rennen. Das wird mein längstes Rennen von der Laufzeit. Mit 56 Kilometern und 3.500 Höhenmeter. Ja, ich hoffe, ich kann mein Rennen gut einteilen. Und das mit der Verpflegung haut auch gut hin. Dann bin ich eigentlich schon optimistisch, dass ich halbwegs gut performen kann. Ja, ganz vorne werde ich nicht mitlaufen. Ich sage, wenn ich Top 20 laufe oder Top 25, dann war ich mehr wie jetzt früher. Aber das Ergebnis ist mir egal. Ich möchte einfach im Ziel sein und ein gutes Rennen gelaufen sein. Dann passt das. Ich war Ende Juni schon
in Chamonix beim Mont Blanc Marathon. Da bin ich 19. geworden. Da war ich eigentlich schon zufrieden mit meiner Leistung, weil da habe ich mir das gut eingeteilt. Da war ich, am Anfang war ich immer so 30. und dann bin ich relativ weit nach vorne noch gelaufen und im Ziel der 19. Da habe ich mit dem Magen leider ein bisschen Probleme gehabt. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viele Kohlenhydrate aufgenommen. Und ich hoffe, dass ich morgen von der Einteilung auch so laufen kann, dass ich eigentlich immer wieder Leute überhole und dass ich das mit der Verpflegung ein bisschen besser noch hinkriege. Weil auf so einer langen Strecke, da muss einfach alles zusammenpassen. Da muss der Magen, der Kopf, die Haxen, da muss einfach alles so laufen, dass man halbwegs, wenn man halbwegs gut laufen will. Aber ich freue mich schon und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Danke, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Servus. Also und wegen der Zukunft. Ja, in Zukunft möchte ich gerne mal einen Marathon laufen, einen Straßenmarathon gescheiden. Haben wir eine gescheite Zeit, einmal unter 22 mindestens. Das möchte ich gerne Axt im Frühling im Anstreben. Ja, und dann im Sommer halt mehr Trailrunning und im Frühling und im Herbst vielleicht einen Marathon, einen Straßenmarathon. Weil Straßenlaufen taugt mir auch voll. Und ja, ist halt auch voll cool. Und Trailrunning ist halt im Sommer geil, weil im Sommer kannst du auf der Straße nicht laufen, weil es so heiß ist. Genau. Aber meine Strecke wäre so Marathon, ungefähr Marathon-Distanz im Trail, Marathon-Distanz und auf der Straße halt. Das werde ich halt in Zukunft öfter laufen. Und ich hoffe, dass ich mich noch ein bisschen steigern kann, den Achsen, ja. Weitere Stimmen zu anderen Rennen hört ihr jetzt da zum Beispiel vom Andi Rieder, der gleich dann schaut, wie der CCC für ihn wird. Und wir spülen euch das jetzt einfach da rein noch runter, was wir so alles reingekriegt haben. Ja, hallo, liebes Laufen Entdecken Podcast Team. Also ich bin jetzt angekommen in Chamonix, besser gesagt in Argentier. Brooks hat da immer eine coole Location für uns mit drei Chalets, wo wir rundum verpflegt werden. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, ein bisschen abgelegen, aber perfekt zum Vorbereiten für meinen Lauf, den CCC, was ich dieses Jahr anstreben werde. Ja, ist mein erster 100er. Deshalb bin ich selber sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und versuche eigentlich ein bisschen defensiv zu starten, um hinten raus noch ein paar Körner übrig zu haben. Und mal schauen, hoffentlich kann ich an meinen Erfolg von vor 2 Jahren beim OCC anschließen. Das wäre natürlich genial, aber ich lasse mich mal überraschen. Also das Wetter wird ziemlich, ziemlich heiß. Wir haben sogar das Hot Equipment jetzt auspacken müssen, aber die Bedingungen sind für jeden gleich und somit wird es sicher, sicher ein sehr, sehr spannendes Rennen. Servus. Danke, mir geht's gut. Das Training ist halbwegs gut verlaufen. Ich habe jetzt nicht jetzt Training 100% durchziehen können, aber die meisten Trainingseinheiten sind schon gut verlaufen. Und ja, ich freue mich schon voll aufs Rennen. Das wird mein längstes Rennen von der Laufzeit. Mit 56 Kilometern und 3.500 Höhenmeter. Ja, ich hoffe, ich kann das Rennen gut einteilen. Und das mit der Verpflegung haut auch gut hin. Dann bin ich eigentlich schon optimistisch, dass ich halbwegs gut performen kann. Ja, ganz vorne werde ich mitlaufen. Ich sag, wenn ich Top 20 laufe oder Top 25, dann war ich mehr wie zufrieden. Aber das Ergebnis ist mir egal. Ich möchte einfach im Ziel sein und ein gutes Rennen gelaufen sein. Dann passt das. Ja, und nach dem Rennen freue ich mich einfach mal drauf, ein bisschen zu feiern. Dann aber auch viele weitere Wege hier in der Gegend erkunden zu dürfen und das auf alle Fälle ein bisschen gemütlicher, mal stehen bleiben, Fotos machen. Und dann auf jeden Fall auch beim UTMB andere Athletinnen und Athleten, besonders ein Kollege läuft uns mit, der Lukas, den dann anzufeuern, auch ein bisschen zu supporten und dann ins Ziel zu tragen. Ja, bin super gespannt, was die Woche noch so bringt und freue mich auf ganz schöne Erlebnisse. Ja, und nach dem Rennen freue ich mich einfach mal drauf, ein bisschen zu feiern, dann aber auch viele weitere Wege hier in der Gegend erkunden zu dürfen und das auf alle Fälle ein bisschen gemütlicher, mal stehen bleiben, Fotos machen und dann auf jeden Fall auch beim UTMB andere Athletinnen und Athleten, besonders ein Kollege läuft uns mit, der Lukas, den dann anzufeuern, auch ein bisschen zu supporten und dann ins Ziel zu tragen. Ja,
bin super gespannt, was die Woche noch so bringt und freue mich auf ganz schöne Erlebnisse. Ja, hallo, liebes Laufen Entdecken Podcast Team. Also ich bin jetzt angekommen in Chamonix, besser gesagt in Argentière. Brooks hat da immer eine coole Location für uns mit 3 Chalets, wo wir rundum verpflegt werden. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, ein bisschen abgelegen, aber perfekt zum Vorbereiten für meinen Lauf, den CCC, was ich dieses Jahr anstreben werde. Ja, ist mein erster 100er. Deswegen bin ich selber sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und versuche eigentlich ein bisschen defensiv zu starten, um hinten raus noch ein paar Körner übrig zu haben. Und mal schauen, hoffentlich kann ich an meinen Erfolg von vor 2 Jahren beim OCC anschließen. Das wäre natürlich genial, aber ich lasse mich mal überraschen. Also das Wetter wird ziemlich, ziemlich heiß. Wir haben sogar das Hot Equipment jetzt auspacken müssen, aber die Bedingungen sind für jeden gleich und somit wird es sicher, sicher ein sehr, sehr spannendes Rennen. OCC, fangen wir mit dem ersten an. 50 Kilometer Distanz, richtig cooles Rennen. Golden Trail League, würde ich jetzt einmal sagen, Golden Trail World Series mäßig unterwegs, also von den Startern. Ein brutal schnelles Rennen mit hohen Wertungen. Wir können jetzt nichts über den Ausgang sagen und ich will jetzt auch nicht quasi orakeln, weil ihr wisst ja nachher schon, wie es alles ausgegangen ist. Wenn ihr es nachhören wollt, ich sag nur, die Kollegen vor Ort, zum Beispiel vom Trailrunning-Geschwätz, haben ein Daily-Update. Da habt ihr es entweder schon gehört oder hört es dort einmal rein. Den OCC würde ich jetzt einmal so stehen lassen, weil da kann man nur verlieren, oder? Auf jeden Fall. Man kann sagen, dass doch durchaus namhafte Läufer am Start sind und dass das Ganze schon auf ein spannendes Rennen hindeutet. Also die Startliste liest sich schon ganz gut. Und ja, wir werden sehen, was dann dabei rausgekommen ist und das auch im Nachgang natürlich eingehend analysieren. Richtig. Das bekommt ihr dann auf die Ohren, wenn es auch bei uns Vergangenheit geworden ist. Ja, ein Vorausblick, wie wir schon gesagt haben, auf den CCC und den UTMB können wir noch geben, weil der startet jetzt da, oder die starten jetzt da am Samstag, nämlich der CCC um 9 Uhr morgens, der UTMB um 18 Uhr und hier sind die Starter- und Favoritenlisten natürlich auch brutal. Also CCC Starterliste, da hast du wenn du keine 900er Wertung hast, bist du einmal fix nicht in die Top 10 der gesetzten Liste. So sieht's aus. Wen haben wir am Start? Wir haben Peter Fetterman. Wir haben in Manuel Merias. Wir haben in Andy Reiterer. Wir haben in Peter Engdahl. Wir haben Dakota Jones. Wir haben Hayden Hawks. Du hast den Ramon Manic, du hast den Janosch Kowalczyk am Start. Du hast wirklich top Leute am Start. Du hast den Benedikt Hoffmann am Start. Also das wird ein richtig, richtig brutales Rennen. Die werden wahrscheinlich auch wieder brutal am Start rausgehen. Das hat uns die Tina Gerna letztens auch schon gesagt. Das wird auch dieses Jahr wieder genauso schlimm sein. Sie ist auch am Start beim CCC. Also da bin ich auch sehr gespannt. Wenn sie noch die Zeit gefunden hat, dann haben wir da vielleicht auch noch ein Stückerl Aufnahme, wie es ihr jetzt kurz vorm Start geht, von ihr. Und dann hast du noch am Start aus deutscher Sicht Rosanna Buchauer, du hast die Juliane Rösler am Start, du hast die Marcella Vasinova am Start. Also auch bei den Damen wird da schon am Anfang mit gewetzten Messern wahrscheinlich zwischen den Zähnen gestartet. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall. Das wird ein spannendes Rennen. Ja, und dann. Hast du einen Tipp? Keine Ahnung. Auf 100 Kilometer kann immer so viel passieren. Da
Da möchte ich nicht tippen. Okay, dann heißt's alle Livestream schauen. Wir schauen es uns gemeinsam an und schauen, was rauskommt. Hast du einen Tipp auf die 160 Kilometer? Was die 100 Meilen sind leichter einzuschätzen. Genau. ja, puh, schwierig. Schwierig. Ja gut, dann machen wir es leichter. Gewinnt Europa oder Amerika oder Asien? Ich glaube, Europa gewinnt. Okay, passt. Check. Ich habe tatsächlich, ich glaube, der Hannes Namberger kannst du das mal reißen. Also ich habe so das Gefühl, der könnte dieses Mal da wirklich ganz, ganz weit vorne mitspielen. Bin schon sehr gespannt. Aber ihm steht natürlich gegenüber der Jim Walmsley. Ihm steht gegenüber der Mathieu Blanchard. Ihm steht gegenüber Thibaut Garavier. Jonas Rossi. Tom Evans. Also da ist echt Feuer drinnen. Das wird wieder ein brutales Ausscheidungsrennen. Und ich glaube, taktieren ist einfach bei der Dichte gar nicht angesagt. Weil wenn alle loslaufen wie die Irren und die Idioten, von die 50, die das machen, kommen halt einfach drei durch. Ja, das ist halt, ne? Wenn die Leistungsdichte so hoch ist, dann irgendeinem wird es aufgehen. Und genau, dann, einer hat einfach the day of his life und der gewinnt dann. Genau, und dann hängst hinten drin mit deiner Taktik. Und naja. Ja, und auf der Damenseite ähnlich. Aus deutsch-österreichischer Sicht haben wir die Ida Sophie Hegemann, der Step-Up macht zum UTMB, die ganz fest die Daumen drücke, dass es ja nach dem ich würde mal sagen, Trainingshopperler neulich wieder gut geht, dass sie das gut umsetzen kann. Und die Eva-Marie Sperger ist am Start, die eine wahnsinnig gute Saison hat. Aber du hast halt auch da Kathi Schiede am Start. Du hast die Estat Schillack am Start. Du Emily Hawgood am Start. Also die Blondine Lirondell am Start. Also auch hier. Das wird auch da richtig, richtig stark. Die wenigsten, die nicht da sind, würde ich mal sagen. Also. Ja, es fehlt natürlich ein Name, fehlt, oder? Ja. Der tritt an beim Tour de Jean dieses Mal wieder. Ja. Der liebe Franz Oes ist nicht am Start. Oder meintest du den Mann, der gerade über die Berge hoppelt im Alleingang, der liebe Kilian? Nein, ich meine auch bei den Damen fehlt ein großer Name, oder? Ja, stimmt. Bei den Damen fehlt die Courtney. Ja, eben. Aber wer nicht da ist, kann halt auch nicht gewinnen. Ja, stimmt, aber es ist halt eine Chance für die anderen, ne? Richtig, richtig. Und das wenn die Courtney am Start ist, das mindert die Chancen auf einen Sieg beträchtlich für alle anderen Damen. Wohl wahr. Ich würde jetzt nicht auf sie setzen. Zumindest nicht viel gehört. Ja, genau. Ja. Also. Und trotzdem steht uns ein Wochenende, uns steht ein Wochenende voller Traillauf bevor. Livestream schauen, Ergebnislisten schauen, Punkte watchen. Ja. Also, ja. Und es wird ja schon wieder so heiß in Österreich. Es ist nicht zum Aushalten, da verzieht man sich am besten in den Keller und auf Zwift sitzt ein bisschen vor seinem Rechner. Ja, aufs Radl und kann nebenbei ein bisschen Livestream schauen. Ja, genau. Wer doch draußen unterwegs ist, vor allem auch in Osten Österreichs, der könnte sich Folgendes auf den Schuh schnallen, auf den Fuß schnallen, nicht auf den Schuh schnallen, auf den Fuß schnallen, nämlich zum Beispiel den Salomon DRX Defy Gravel. Diesen Schuh haben wir jetzt im Test gehabt. Das ist ein, wie soll man das sagen? Es ist wirklich ein Straßenschuh, der schottertauglich ist, würde ich mal behaupten. So ein
Trainer für Ostösterreich, Broda, Biesenberg, diese Geschichten. Schönbrunn, Leinzer Tiergarten, also so richtig diese, ja, wie ein Gravelbike halt, ist eigentlich ein ganz cooler Schuh. Ich würde jetzt da ganz kurz nur die Hard Facts bringen und lass dir dann den Eindruck, den Eindruck vermitteln von diesem Schuh. Ja. Hard Facts sind 8 mm Sprengung. Er ist vorne 26 mm, hinten 34 mm hoch. Wir haben ihn in Black Cherry Tomato Bay, was auch immer das für ein Farbkombi sein soll. Liebe Designer dieser Welt, echt jetzt. Ja. Ich vermute, die haben so ein Glücksrad. So. Ja. Und dann wird dreimal gedreht und das machen wir. Ja, und so hast die Farbe danach. Genau. Ja, Untergrund ist halt Schotter, also dafür ist er gemacht. 240 Gramm haben wir. Es ist wirklich ein Hybrid-Schuh. Es ist jetzt der K Super Racer und er ist halt nicht fürs schwere Gelände da. Aber wie ist der Eindruck? Ja, er ist recht gut gedämpft. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel. Ich habe es gerne ein bisschen weniger gedämpft. Und er ist ein gestützter Schuh, muss man auch dazu sagen. Also es ist kein neutraler Laufschuh, sondern er bietet eine gewisse Führung. Ansonsten, ich habe ihn ein bisschen auf Asphalt, aber auch in seinem natürlichen Habitat Schotter ausprobiert. Und muss sagen, ja, er läuft sich ganz gut. Wie du sagst, er ist kein Racer, er ist jetzt vielleicht nichts für schnelle Sachen. Dazu ist er mir persönlich auch nicht reaktiv genug. Aber zum so dahinlaufen finde ich ihn sehr bequem eigentlich. Schon. Obwohl ich nicht so auf geführte, so weiche Laufschuhe stehe, aber ich will ihn auch weiterhin ab und zu mal anziehen, wenn es ein bisschen gemütlicher dahin geht. Ja. Und er ist auch nicht wahnsinnig schwer. Also da haben wir schon ganz andere Böcke am Fuß gehabt, die einfach 350, 370 Gramm noch pro Schuh haben. Und der ist mit 240, ist der eigentlich recht leicht. Obwohl er, das ist das, was mich so ein bisschen irritiert immer, auf der einen Seite so ein hartes Chassis hinten drauf hat, so ein hart Plastikding, das schaut immer recht brutal und schwer aus, ist es aber eigentlich nicht. Ich habe bis heute nicht verstanden, was das genau bewirken soll oder nicht, diese Teile, aber ja. Es ist wirklich ein du laufst weg, everyday run und weißt noch nicht genau, wird es Schotter, wird es Straßen, wird es Waldweg oder so. Und geglaubt, dafür ist er echt ganz, ganz geil. Genau, ja, das ist jetzt ein bisschen so die andere Seite von diesen Door-to-Trail-Geschichten. Ne? Der ist jetzt die Door-to-Trail-Sachen, die wir bis jetzt gehabt haben, die waren mehr so Richtung Trail, ein bisschen weniger Door. Und der ist jetzt so ein bisschen mehr Richtung Door und nur ein bisschen Trail. Find ich gut. Was mir sehr gut gefällt, ist so das Obermaterial. Das ist schön weich, nichts reibt, nichts drückt. Genau. Das ist ein sehr bequemer Schuh am Fuß, muss ich sagen. Was man bei Salomon jetzt dazu sagen muss, ist es einer ohne dem klassischen Schnellverschlusssystem, sondern es ist einfach ganz normale Schuhbänder. Nochmal. Also wer auf diese Schnellverschlüsse auch nicht so steht, take this one. Ja, auf jeden Fall. Jo, und dann, wer hart trainiert, recovert auch hart. Wir haben dafür 10 Schlappferl, also Flipflops von Ofos im Test gehabt. Und ich habe bei dem Teil, auf das habe ich ganz hart schon gewartet, muss ich sagen, weil weil du im Moment mehr recoverst als trainierst, richtig, so wie ich. Bei mir ist jeder Schritt muss Recovery sein, weil es hilft halt nichts, es ist immer noch nicht super und ich habe mir schon verschiedenste Recovery-Schlapfen geholt,
mehrere Flipflops, auch andere, so Slipper, wo einfach viel Dämpfung drunter ist. Und ich muss sagen, diese Ophos-Dinger kommen relativ massiv in der Sohle daher. Die schauen also aus, als ob sie einen fetten Rocker quasi unterhalb haben, vom Abrollen her. Und wenn es jemand jetzt da normal Flipflops trägt, würde ich jetzt da sagen, dann denkt er sich, wow, das ist aber viel Schuh und viel weich und viel, was ist denn hier los? Wenn dir aber was weh tut, dann kann ich tatsächlich sagen, mir tut die Fersen weh und dieses viel Dämpfung und viel Sohle und viel Dingsbums herum ist im Vergleich zu anderen Flipflops oder flachere Sachen oder ein bisschen, ja, Ausgeh-Schuhen richtig, richtig geil. Also das entspannt dein Fußsohle echt gut und ich muss sagen, also ich habe eigentlich die Schlapfen fast den ganzen Tag an, jetzt da. Also richtig cool. Es gibt sie auch als Sandalen, also mit diesem, so wie die Adiletten halt. Wer keine Flipflops mag oder Socken und hat zum Beispiel in die Sandalen. Ja, man sieht es in der Stadt jetzt immer häufiger, ja. Also die jungen Leute, ganz viel die rumlaufen. Habe ja selber so einen daheim und ich habe ihn auch nach dem Coolness-Faktor der Ophos befragt. Er war nicht beeindruckt, muss ich sagen. Leider. Okay. Aber auch für mich ist das mein liebster Sommerschuh geworden, muss ich sagen. Auf dem Weg ins Großfeldsiedlungsbad oder auch in der Stadt herumgehen oder so. Ich habe sie sehr, sehr gern an, sind super bequem. Also viel, viel bequemer als alle anderen Flipflops, die ich jemals angehabt habe, muss ich sagen. Ja, es reibt auch nicht zwischen die Zehen vorn. Das ist wirklich was bei mir wirklich üblicherweise bei Flipflops mehr ist. Aber dieser Steg, den sie da vorne drauf haben, der ist so weich und so geil designt. Na, keine Blasen, kein Reiben. Thumbs up. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mit Flipflops so sehr anfreunden kann. Also, ja. Recovery-Sandale, original von Ophos. Ja, wenn ich Ophos schreibt man mit zwei O vorn. Genau, Ophos. Ach, genau. Wahrscheinlich kommt es vom Gefühl, wenn man von dem Ausruf, wenn man das erste Mal reinschlüpft. Also, oh. Oh, wow. Ophos. Ja. Sicher. Ja. Also auch mein, wenn ich nicht mit dem Radl fahre und Radschuhe anhabe oder im Labor arbeite, wo ich geschlossene Schuhe tragen muss, dann habe ich die eigentlich an. Das Einzige, was sie sagen, das geht und ich jetzt einfach nicht, ich würde es einfach nicht, das ist, dass der Schaumstoff, du kannst das in die Waschmaschine schmeißen. Und sorry to say, ich schmeiß keine Schuhe in die Waschmaschine. Na, ich weigere mich. Ja, zieh's mal den Sommer an und zieh's mal den Sommer über noch an und dann schauen wir mal, ob du das vielleicht nicht doch waschen möchtest. Dann geh damit von mir in die Donau. Dann sind sie auch im Wasser gewesen. Ich schmeiß keine Schuhe in die Waschmaschine. Das macht man nicht. Man trocknet auch nicht den Hamster in der Mikrowelle. Das macht man nicht. Aber es gibt eine schöne Frisur. Nicht machen. Naja, das waren unsere zwei Tests für dieses Mal. Es folgen noch weitere. Seid gespannt. Bald gibt es wieder was aufs Popschi beim Test und auch was zwischen die Kiemen. Aber da lassen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit, weil ich würde mal sagen, wir haben jetzt da ganz gut das Ganze schon gefüllt und entlassen euch jetzt da in die Livestreams dieser Welt. Genau. Jetzt UTMB schauen. Pronto. Das ist ein Befehl. Liebe Leute, wir haben euch gern. Bleibt uns gewogen. Macht es gut. Servus.